Hallo Leute, ja, ich habe das einfach mal ausprobiert, habe das Dach hier abgerissen und wie wir jetzt hier sehen, ne, die Bienen schlafen. Das heißt, ja, sie dürfen kein Dach über dem Kopf haben, ne? Das ist jetzt so ein bisschen ärgerlich. Es ist voll am Plästern hier. Leider zu viel Regen. Naja, da müssen wir mal gucken. Feuer ist jetzt auch aus. Wir sind natürlich auch platternass. Ich glaube, jetzt hat es aber tatsächlich aufgehört zu regnen. Das ist schon mal etwas. Das bedeutet, na, lass uns mal ans Feuer gehen. Ich glaube, dann wird das besser mit dem Trocknen schneller gehen, oder? Ja, geht viel schneller und jetzt sind wir trocken. Das ist doch schon mal gut. Aber wir haben auch nichts zu essen. Das wäre vielleicht wieder mal der erste Weg, den wir machen sollten. Hier ein bisschen was. Nee, Rechtsklick war das. Was ist hier? Gesundheit. Machen wir hoch und dann machen wir einen mit Ausdauer. Das ist der gelbe Pilz. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir mal immer noch genug davon haben, ne? Gut. Ja, dann haben wir das mit den Bienen jetzt auch schon geschafft. Das ist schon mal gut. Jetzt müssten wir eigentlich nur mal gerade schauen, dass wir hier. Oh, wir haben noch mehr Honig. Ne, den haben wir schon die ganze Zeit, glaube, ne? Gesundheit 8, Ausdauer 35. Okay, das wäre jetzt Nahrung, die wir dann essen können. Hier ist jetzt nichts, was wir hier ablegen können. Der Stein, den machen wir mal gerade hier, damit wir das sehen. Hier ist auch kein Platz sonst drin. Das heißt, nächste Kiste. Da ist Platz drin. Das heißt, packen wir das Holz hier gerade rein. Und den Stein können wir auch reinpacken. Dann ist das gut. Was ist das hier? Harz. Kommt da auch rein, den Honig. Ja, können wir auch aufessen dann, ne? Oder? Ja, ich denke mal schon. Gut, das heißt, ihr guckt jetzt immer noch das Logo, sehe ich gerade. Das ist schlecht. Dann noch nicht das Logo. Das macht er jetzt und dann gucken wir weiter. Ja, sorry, dass ich das wieder mal verpennt habe, ne? Ja, mein Fokus aus dem Spiel ist schon wieder raus. Ich kann do, jetzt kann ich rein und rauszoomen oder kann ich gar nicht? Ach, ich kann gar nicht weiter rauszoomen, weil ich zu nah am Haus stand. Okay. So, nächstes Ziel. Wir müssen ja noch die weiteren Grabkammern finden oder sowas, damit wir definitiv die Chance haben, von diesen Teilen was zu finden. Ne? Sag schon, von diesen Kernen. Ich komme jetzt gar nicht drauf, wie sie heißen. Wir sind letztes Mal hier hinten rumgegangen, glaube ich, ne? Hier ist der Dunkelwald. Hier müsste Wasser sein, oder? Nee, da ist kein Wasser. Da unten sind Türme, da ist ein Dungeon. Aber da ist der Troll zu Hause, oder? Nee, die Trollhöhle ist hier. Da ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Wir sollten vielleicht mal in diese Richtung gucken, ob wir da noch was weiter entdecken können. Das ist erstmal der nächste Schritt. Gut, ja, laufen wir da mal hin. Und ich hoffe, ja, dass ich das beschleunige, denke ich mal. Ne, aber hier ist der Düsterwald auf jeden Fall. Die Richtung? Ja, die Richtung kommt hin. Aber hier oben waren auch Berge, ne, oder? Okay, da ist schon wieder ein Besucher. Ist noch einer da? Ne, ich glaube, der war alleine, oder? Ne, irgendwo ist noch einer. Vielleicht auch noch mehrere. Ich höre zwar welche, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Da. Wo ist er denn jetzt? Schrecklich mit den Bäumen, ne? Da muss ich ranzoomen, dass es das nicht so störend ist. Aber hier, da lang müssten wir, wenn. Hier ist aber Bergland, ne? Hier ist auch kalt, da frieren wir uns den Hintern ab. Das war, glaube ich, nicht gut, hier hinzugehen, oder? Ausgeruht sind wir. Bringt das was, hier hinzugehen? Oder ist das auch so ein Gebiet, wo ich schon Angst haben muss? Du erfrierst sogar. Nee, dann lass uns hier lieber weggehen. Das mache ich jetzt nicht. Erfrieren ist nicht gut. Okay. Hier waren wir aber auch noch nicht, oder? Ist das ein Eingang hier? Nee, leider nicht, ne?
Oder? Nee. Ist nur ein Vorkommen. Warte mal, die Richtung kann ich noch ein Stück gehen. Da war ich nämlich noch nicht. Aber hier ist auch nichts, oder? Nee. Das heißt, wir gehen jetzt in diese Richtung, weil da können wir noch ein bisschen was entdecken. Da ist ein Häuschen. Es surrt aber leider nicht. Keine Bienen da. Kiste. Keine Kiste. Lass uns um die Hütte rumgehen. Hier mal weiter. Ist jetzt nicht verkehrt vielleicht hier, oder? Ist das hier eine besondere Pflanze? Nein, ne? Ah, da ist ein Pilz dahinter, okay. Ich glaube, wir können den mal gerade aufsammeln. So viele hatten wir nicht mehr, ne? Ist da noch was? Nein. Aber wir gehen vielleicht erstmal hier rum, ein bisschen mehr das Gebirge eingrenzen, oder? Mal so ein bisschen auf Obacht sein. Dass hier keiner rumrennt, den wir gerade nicht mögen, ne? Nein, geht erstmal. Okay, da geht es dann wieder höher. Hier links ist der Schnee, oder? Okay, das ist hier ein bisschen zu hoch dann. Da können wir wieder erfrieren wahrscheinlich, ne? Was ist das für ein Baum? Kiefer. Steht dazu stabil oder nicht? Wohl nicht. Kiefer ist ein Baum, den wir einfach mitnehmen können, oder was? Ich weiß jetzt nicht, ob da was anderes rausgebaut werden kann, deswegen muss ich ihn erst zerlegen. Ich weiß nicht, ob das das normale Holz ist oder ob es was anderes ist. Ich glaube, das normale Holz. Okay, dann hat das keine Auswirkungen gehabt. Ich würde jetzt aber tatsächlich erstmal noch weiter nach da gehen wollen. Hier ist jetzt die Gefahr des Erfrierens wieder da wahrscheinlich. Da geht es noch ganz schön hoch, ne? Aber wir gehen besser hier erstmal am Rand noch lang. Weil wenn wir hier ja hochgehen, ne, dann erfrieren wir, oder? Das hier ist nichts Besonderes. Ich dachte, es wäre was. Sehe ich hier irgendwie was, was ich gebrauchen könnte? Nee, ne? Glaube nicht. Dann können wir erstmal hier weitergehen. Schauen wir mal, ob wir hier was entdecken, was wir gebrauchen können. Hier ist überall Eis und Schnee noch, aber es ist der Übergang, der vielleicht nicht ganz so kalt ist. Ist hier, das sind alles so Flecken, ne? Aber das ist nichts zum Abbauen, oder? Ne. Ah, hier ist ein Kupfervorkommen. Gut, dann mal auf die Karte. Und einen Punkt setzen. Das Reiter pingen? Ne, das wollte ich nicht pingen. Ich wollte einfach nur eine Markierung setzen. Markierung hinzufügen steht da. Geht aber irgendwie nicht. Ah, Doppelklick. Kupfer.
Gut, weiter geht's. Ist das da auch noch Kupfer? Nee, wohl nicht. Wir müssen gleich gucken, dass wir aber auch schon wieder umdrehen. Wenn es dunkel wird, dann haben wir ein Problem, ne? Wir sind nämlich doch schon weit, weit weg von zu Hause. Oder wir finden einen Dungeon, wo wir drin sind, weil hier draußen in der Wildnis. Also Skelett bedeutet immer, hier muss was sein. Dieser Hügel von der anderen Seite vielleicht. Da kommt auf jeden Fall noch eins. Oh, hinter mir ist auch noch einer. Ha, wo ist der Eingang? Hier sind nicht Skelette einfach so. Hier muss irgendwo was sein. Da. Da unten ist das Skelett. Okay. Hier ist der Eingang. Okay. Jetzt haben wir noch Holz mit, aber ich glaube, das Holz brauchen wir nicht unbedingt, ne? Oh, gibt's doch gar nicht. Hier ist so direkt vor der Tür ein Kupfervorkommen. Und hier ist eine Grabkammer auf jeden Fall. Ja. Aber. Okay, der ist schon mal weniger. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor diesem Geräusch, ey. Licht machen ist schon nicht verkehrt, ne? War das mein Schatten? Okay. Hier sind alles Türen schon mal. Okay, dann gehen wir andere Seite. Fackel ist relativ gut. Hier ist auch eine Tür. Ja, gehen wir mal hier gucken, oder? Hier sind weitere Türen. Da ist nichts. Habe ich sie alle? Ich glaube ja, ne? Ist da noch irgendwo einer? Ja. Okay. Hier ist keiner mehr, aber hier ist das, was ich brauche. Sehr schön. Wieder einer. Hier ist aber nichts mehr. Oh, hier ist noch eine Truhe. 5 Pfeile, Geld. Alles nehmen. Okay. Die Pilze können wir, glaube ich, auch gebrauchen. Gut. Wir können noch was zu essen vertragen, sehe ich gerade. Hat ja wieder gut geklappt, dass wir nichts hatten, ne? Und hier würde ich jetzt mehr auf Gesundheit setzen. Ausdauer, Gesundheit 30. Das ist nur 2. Wir können sogar noch einen dritten nehmen. Aber das läuft gerade noch. Ach, ich habe den falschen genommen. Alles klar. Ausdauer. Ah, der ist ausgewogen. Was ist denn mit dem Honig? Ausdauer, nee. Und der Bernstein, Wert, Gewicht, nee, bringt mir nichts. Das bedeutet, das ist doch das nächste, was wir machen dann hier. Gut. Fackel ist noch okay. Da sind noch ein paar Pilze, die nehmen wir noch mit. Da ist noch eine Tür, da müssen wir auch noch weiter gucken. Nee. Da haben wir Knochen und dann ist das hier erledigt, glaube ich. Ne, nee, da geht es nicht weiter. So, da sind wir durch. Hier sind wir durch. Da waren wir schon. Ne? Die Kiste haben wir. Da war dieser schöne Kern. Lass mal gerade gucken. Nicht, dass ich hier. Ne, ich habe keine Tür hier verloren. Vergessen. Ja, sieht ja auch mehr nach dem Ende aus damit. Ne? Da war nichts, darum geht es auch nicht. Passt. So, und dann müssen wir rechts rum die nächste Tür aufmachen, ne?
Okay, das war jetzt ein bisschen schwieriger, würde ich sagen, ne? Aber dafür hat sich's auch gelohnt. Da sind nämlich zwei Kerne. Ich hoffe, da ist jetzt keiner noch mehr. Oh, da sind zwei, da sind mehrere. Sehr schön. Okay, was ist das? Harz? Nee, Bernstein, okay. Sehr gut. Okay, jetzt schauen wir mal gerade ins Gepäck. Vier Stück, zwei haben wir. Ich glaube, wir können den Kohlemeiler bauen, ne? Ohne Probleme. So. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt auch hier einen Cut machen erst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.